gerade am Weg zu der einen Nebenquest gewesen, finde ich schon die andere. Da drüben ist jemand. Oh, gut erkannt. Wer bist du? Eloy, ich freue mich, dich hier draußen zu sehen. Verpasst du nicht deinen Kampf? Es ist noch Zeit. Und es gab was zu tun. Du bist immer unterwegs, nicht wahr? Ich mag das. Du bist willkommen, auch wenn es etwas ungemütlich ist. Wir haben Maschinen auf der einen Seite, Banditen auf der anderen. Also will ich diese Schönheit zurecht machen, um die Streitigkeiten beizulegen. Du kannst mir helfen. Was ist das hier, Petra? Die Freihalde. Frei, weil wir nur uns selbst verpflichtet sind, dem Metall und den Staubstürmen. Und die Halde ist dort. Ein Schrottplatz, die Osseram sammelten hier. Nutzloses von den Alten. Atme ein. Nimm den Geruch auf. Rauch und Schweiß. Ein Leben im Wald betäubt die Sinne. Ich kann allein 5 Metalle schmecken. Dieser ganze Schrott ist also von den Alten. War es ein Schlachtfeld? Ein Vorrat vielleicht. Oder eine Müllhalde. So dicht gepackt, dass alles verschmolz. Sie warfen mehr weg, als wir je kennen werden. Du bist also Schmiedin. Du führst die Schmiede und die Stadt? Die Stadt ist die Schmiede. Und alle arbeiten kräftig mit. So ist es richtig, ohne Präfekten, die sich ständig einmischen. Wären wir im Anrecht im Osseram-Land? 3 Tage Diskussion, immer wenn man einen Nagel einschlagen will. Klingt frustrierend. Oh, ist es. Doch wir diskutieren gern. Man braucht heiße Luft, damit das Feuer brennt. Aber Traditionen werden nicht diskutiert. Dort wäre ich Petra Schmiedgattin. Wie findest du das? Das passt nicht zu dir. Gute Antwort. Darum ging ich weg. Ich war damals noch biegsamer Stahl. Ich konnte alles aus mir machen, bis ich mich abkühlte. Bist du nicht neugierig? Willst du nicht wissen, was das hier war? Na, manche stöbern hier ihr Leben lang, um es herauszufinden. Ich nicht. Für mich gibt es hier vor allem viel zu schmelzen. Ja, man muss den Wald nicht verstehen, um Holz für Pfeile zu bekommen. Dann wüsstest du aber, dass Reinholz am besten ist. Vorsicht, verbrenn dir bloß nicht die Zunge. Ich denke nicht an die Alten. Sie hatten ihre Zeit, ihre Arbeit ist beendet. Ihre Erfindungen sind tief vergraben, Rost auf Knochen. Meine Schwestern und Brüder werden eine neue Welt schmieden. Du gingst also weg. Und wohin? Zuerst nach Meridian, wie alle anderen. Ich arbeitete mit am großen Aufzug. Wir waren gerade fertig, als der König durchdrehte. Also schwor ich, einen Platz für alle zu finden, die mir folgen wollten. Wir schlugen uns durch bis zum Kriegsende. Dann fanden wir dieses alte Osseram-Lager. Lang verlassen, Haufen von Metall. Ein Ort für den Neuanfang. Den ich prägen konnte. Ha! In deinem Alter dachte ich, dass der härteste Schlag am besten prägt. Ich nehme an, das Alter macht dich weiser. Sag ich nicht. Die Waffe, an der du baust, sie ist wie die Kanonen in Meridian. Aha. War schön, sie wieder mit ihnen vertraut zu machen. Die hier habe ich aus dem Gedächtnis gebaut. Meiner Hände und auch aus dem Kopf. Wie bei dir. Du baust dir selber Munition, ich sehe das. Die kleinen Narben an deinen Fingern. Dieses Vieh? Das gleiche Prinzip, nur größer und lauter. Du sagst, man will euch aus dem Revier verdrängen. Aus unserer Halde. Ein paar Plünderer kamen zum Schnüffeln, gerade als wir gute Waffenteile gefunden hatten. Und bei der Gießerei hat sich eine Banditenbande breit gemacht. Sie sperrten uns aus und sitzen auf den Energiezellen. Sie mögen alles, was glänzt. Tja, wir brauchen die Teile und Zellen für unsere Verteidigung. Ein kleiner Job. Schnell und sauber. Etwas Schmutz macht mir nichts aus. Du bist ja wirklich schnell zu entfachen. Cool. Ach, übrigens. Willkommen in Folge 100. Wuhu. Supergeil. So. Quest. Also gar nicht so weit weg. Aha. Ist ein Banditenlager oder was? Vermutlich ist. Wenn wir den Kaja nicht beibringen können, wir werden ihm bei meiner Stahlseele zeigen, wie man soll. Aber echt, hey. So.
Alter, was erwartet mich denn hier Schönes? Ich habe so schön blau leuchten gesehen. Oh. Ach, so eine Plünderer. Dieser ganze Schrott. Wer weiß woher und wann er hier aufgehäuft wurde. Dann mal los. Komm her, Plünderer. Kämpfe an meiner Seite. So wirst du nicht können. Na dann tut's mir aber leid. Hallo Plünderer, danke. So. Dann hupfen wir mal hier rauf. Da haben wir einen besseren Überblick. Huch. Es hält mir schon ein paar. Ah, die sind da unten irgendwo. Da. Die kriegen natürlich nichts mit. Oder hinten ist aber schon weit weg. Sie ziehen weiter. Na? Was? Was ist der Einzige da herum? Ja. Da wimmelt sie überall von dem Lumpenpack. So. Die Banditen haben eine gute Verteidigung. Mal sehen, wo ihre Wachen stehen, bevor ich die Energiezellen suche. Achso, das ist die Aufgabe. Energiezelle 1, ja. 2, 3, passt. So. Alter. Alter, was sind das für Arschlochpfeile, bitte? Da kannst du nicht mal stehen bleiben, danke. Das ist ein Wahnsinn da. So. Ja, ich wollte gerade sagen, das war's mit euch irgendwie. Tja. Ein Banditenscherge. Noch ein Banditenscherge. Aber Loot ist mir eigentlich recht herzlich wurscht. Es sei denn, es leuchtet. Da, eine Energiezelle. Oh.
Ein Wistenglas. Oh. Schwupp. Wie soll ich denn da zu euch raufkommen? Also zu der Energiezelle. Nehmen wir nicht an, dass ich durch die Tür komme. Nee, denkte ich mich doch. Ja, schön. Du zeigst mir das Ziel da herunter an und dann muss ich da rauf. Am besten nehmen wir den offiziellen Weg. Ist vielleicht auch einfacher. Oh. Okay, geschafft. Und jetzt zu den Plünderern die Waffenteile holen. Oh Mann, so weit. Autsch, du solltest dich auch abrollen. Der Clan wird es dir noch zeigen. Die Stadt wird unser. Ich werde es deiner Mama zeigen. Alter. Gesehen? Einfach so über das Feuer drüber gekippt, über den Feuerkessel. Ah, Hilfe! Verflucht! Weida! Wir bauen sowas Gefährliches, wo man überall rüberfliegen kann. Also echt jetzt. Na? Jump, jump. Achso, da komme ich sicher nicht drüber. Wo ist denn da jetzt nochmal das Dingens gewesen? Aha. Ob ich da mit der Seilwinde rutschen kann? Ja. Blöde Kuh, du. Oh, auf einmal sind Viecher da. Also Maschinen. Ja, aber ich habe keinen blassen Dunst, wie ich zu der depperten Seil-Ding-Rutsche komme. Heute halt einmal, ja. Boah, ich muss nach dem Party schon wieder aufhören. Ich schwitze mir dann einen Todel runter. Ich frage mich, wofür ich vor 10 Minuten duschen war. Der, zack, der, zack, der Affe. Okay, da kommen wir gar nicht drüber. Ich war auch nur deswegen hier. Ja, gut. Also wie gesagt, keine Ahnung. So. Was war jetzt? Mein Arm kurz auf gelb geschalten. Was soll das? Was soll das? Hätte mich ja schon gewundert, wenn sie sich festgehalten hätte, ne? Ah, süß, ein paar Plünderer. Okay. Wir streifen viele Plünderer herum. Ich hoffe, sie haben die Teile noch nicht weggeschafft. Das mit dem Dreifachschuss ist echt cool.
Ich will jetzt aber irgendwie. Wo ist denn eigentlich 1? Aha. Ah, da hinten. Na. No. Alter. Verarsch ein anderes Spiel. Die Wegbeschreibung sind nicht im Spiel. Ich habe diese Haufen gemacht. Ich muss etwas finden, das Petra gebrauchen kann. Schnell. Ja, schnell. Oder verdruck den noch dreimal. Ach, da ist nichts. Huch! Mitten ins Ziel. Ach! Suchst du ihn? So, meine Freunde, tut mir leid, das war's für euch. Oh, ich bin schon... Ah, da ist noch einer. Was? Ich brauche wirklich nur zwei Pfeile eigentlich? Naja. Kannst du den endlich verflucht nochmal plündern? Alter, umso mehr Updates für das Spiel rauskommen, desto mehr Legs kriegt. Oh, das leuchtet lila. Was? Ist da gerade schon 59 Handhabung? Supergeil. Das sind wieder zwei gelbe Punkte. So. Zurück zu Petra. Ich war lange genug auf diesem Schrottplatz. Ja, zurück zu Petra. Kann ich eigentlich hinreisen? Oh, nein, kann ich natürlich nicht. Wahrscheinlich, weil da noch ein Kampf auf mich wartet. Wo sind die?